Halli, hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder mal eine Runde Kettle and Crops. Und ich soll auf all meinen Feldern Mais machen. Dafür muss ich hier erstmal irgendwo. So geht denn das nicht? So. Muss ich die Sämaschine füllen? Sollte da eigentlich sich so ein Fenster öffnen? Oh, ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Fahr wieder über alles drüber. Und dann sollte ich hier in die Sämaschine Mais reinmachen. So, können. Wo will er denn hin? Oh, nee, 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 nee. Irgendwie spinnt das Spiel die ganze Zeit. Super. Das genau. Nach dem letzten Update, eigentlich der Update von den Mähdreschern, habe ich hier bloß noch Probleme hier. Also ja, bevor er schon Probleme gehabt, ist halt noch Early Access, ist noch nicht fertig das Spiel, aber so kann das doch nicht weitergehen. Ich kann ja gar nichts mehr aufnehmen, weil ich immer bloß hier am Rumbasteln bin, bis das dann wieder geht. Jetzt sollte ich hier. Genau. Jetzt hat's funktioniert. Oh, falsche Taste schon wieder. Okay, da muss drücken. Ladegut. Was müssen wir denn da machen? Ich glaube, das Mais. Meise. Kernel. Meiselkernel. So, und dann soll ich ja all meine Felder. Das sind ja eigentlich die da. Da fangen wir mal an. Da war ich jedenfalls vorhin schauen. Da war nichts drauf. Was jetzt ist, weiß ich nicht. Okay. Fahr los. Fahr los. Wo fährt er denn nicht? So, ich glaube, jetzt fährt er. Wir wechseln mal. Wo fährt der denn wieder hin? Also irgendwie, der fährt immer zum Viehhändler und der andere fährt immer zum zum Maschinenhändler. Warte mal, wo ist denn mein Fuhrpark? Jetzt muss ich den wieder stoppen und. Oh, nee. Respawn. Respawn. Da hält er auf jeden Fall mal an. Jetzt muss ich mit dem wieder zurückfahren. Jetzt habe ich nämlich nicht gleich geschaut hier. Der fährt einfach mit. Der fährt jetzt einfach zum Viehhändler. Vielleicht hat ja einer von euch dasselbe Problem, falls er das auch spielt. Und kann mir gerade noch sagen, was er da gemacht hat. Das ist jedes Mal, wenn ich es neu starte, will der zum Viehhändler und der andere will zum Fahrzeughändler. So, jetzt kann ich wieder den ganzen Weg zurückfahren hier. Boah, der hat aber auch einen langen Weg schon hinter sich gebracht. So. Alles klar. Wir haben ein bisschen Probleme. Ich habe da nämlich kein Gewicht auf der Vorderachse. Vorne ist er ein bisschen leicht.
Also ich freue mich schon, wenn das Spiel wirklich richtig funktioniert oder auf jeden Fall ich damit klarkomme. Vielleicht funktioniert es ja und stelle mich einfach ein bisschen blöd an. So, da kommt vielleicht noch ein Zug, wenn es Gleise gibt. Kann sein, muss aber nicht. So, wir schauen nochmal. Wenn ich jetzt weiter geradeaus fahre, komme ich eigentlich zum Maschinenhändler. Dann könnte ich natürlich noch ein Gewicht holen. Ich glaube, wir haben gar kein Gewicht. Ich kann einfach nicht lenken. Der ist so leicht. Da ist der Fahrzeughändler. Seht ihr? Roger, Roger. Also, dann schauen wir mal. Ein Gewicht. Da sehen wir noch die Mähdrescher wieder, was wir uns nicht leisten können. Da wäre noch so ein kleines Gewicht. 1000 Kilo. Kaufen. Ist jetzt dran. Jawohl. 1000 Kilo sieht gar nicht so groß aus. So, jetzt haben wir hinten auch ein Licht an. Also fährt schon ein bisschen besser, aber wenn ich jetzt hier rumdonner. Ja, driften tut er immer noch. So, und ich habe überhaupt noch gar kein Feld fertig mit Mais. Jetzt hoffe ich, damit der andere Traktor natürlich auf dem Hof ist. Der stand eigentlich auch schon auf dem Hof, aber nachdem ich das letzte Mal gespeichert habe und wieder angefangen habe, ist der wieder losgefahren. Also muss zum Anfang erstmal die Traktoren kontrollieren, damit die nicht wieder losfahren. Boah, jetzt ist er richtig schnell. Meine Güte! Achtergang, alles klar. Knapp 50. Wieso muss es eigentlich immer Nacht sein, wenn ich hier spiele? Immer. So. Kann ich jetzt da
irgendwas geht. War ja auch noch zu schnell. Geht ja auch bergab. So, ich muss Mais sehen. Das sieht aus, ob ich kaum da durchkomme hier. Da drehen die Räder durch. Theoretisch brauche ich auch mehr PS. Oh. So, ich muss aufpassen, damit ich da nicht zu schnell fahre. Das ist ja jetzt hier bloß so ein kleines Feld. Ich muss alle Felder mit Mais machen. Und das zum Dreschen, quasi das Neue, das geht erst in einer anderen Jahreszeit. Oder anderen Jahreszeit, es geht einfach beim anderen Monat. Ich muss dann erst im Juni kann ich da erst diese Arbeiten annehmen, damit ich damit den Drescher fahren kann. Also muss ich jetzt erstmal das hier noch machen. Ich habe mal versucht, wirklich vorzuspulen, das geht einfach ewig. Und ja, in der Zeit verhungern mir alle Tiere, die werden wahrscheinlich jetzt auch schon Hunger haben. Müssen wir dann mal schauen, damit wir unsere Rinder noch füttern. Wieso muss es eigentlich immer regnen, wenn ich arbeite? Immer. Es ist immer dunkel und es regnet immer. Wahrscheinlich, weil ich immer erst abends aufnehme, ist es hier auch dunkel und regnen tut es auch immer, weil es bei mir auch immer regnet, oder was? Nee. Ich bin zu schnell. Ich weiß gar nicht, ob sich überhaupt was tut hier an den Balken. Oben meine ich da Maisaussaat. Ob der irgendwie mal ein bisschen mehr wird oder nicht. Bei Felder haben wir ja viel. Also da bin ich noch ein Weilchen dran mit den Pflügen.
So, wir machen da mal noch eins. Was steht eigentlich? Gekauft, erhalten, erhalten. Das haben wir gekauft, glaube ich. Und das haben wir auch gekauft. Sehr schön. Ja. Also es steht nicht da, damit die Tiere Hunger haben. Vielleicht haben wir schon gar keine Tiere mehr, weil sie schon verhungert sind. Also ich kann hier kaum was sehen, wo ich da schon gefahren bin und wo nicht. So, ich muss hier ganz durch. Ja, das wollte ich eigentlich noch nicht machen. Dann machen wir den später, das Feld da. Ich habe nämlich vorne einen Grubber dran und hinten quasi die Sämaschine eigentlich. Und vorne grubber ich natürlich meine Aussaat wieder weg. Deswegen war das gar nicht so gut da, das Vorgewende zu machen. Das muss ich eigentlich erst hinterher machen. Einmal ringsherum fahren hier. Sonst, sonst bescheiße ich mich selber. So, hauen wir das Ding wieder hier im Boden. Ja, natürlich fahre ich zu schnell. Ich habe das Ding ja noch gar nicht runter gemacht. Also ich glaube, der Balken oben bewegt sich schon. So, die Scheinwerfer sind richtig, richtig toll hier. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss da noch. Also viel fehlt da nicht mehr. Dann haben wir das erste Feld fertig. Wir haben dann noch 6 oder 7. Mist, jetzt muss ich die ganze Strecke hier durchfahren. Weil der Grubber da noch zwischen ist. Mist.
Ich muss so schnell fahren, ich habe den Flug ja gar nicht unten. Jetzt ist er unten. Boah, da drehen da voll die Räder durch. Wo sind sie denn? Ich kann sie nicht. Da. Also ich weiß, auf der Karte sehen wir jetzt das, was grün ist, es sind unsere Felder. Jetzt, wo ist denn das da? Das ist nicht meins. Glaube ich, da muss ich hin. Genau. Da. So, fahren wir mal mit Tempomat. So, der Balken oben zeigt schon, wir haben die Hälfte, ja fast die Hälfte schon gemacht hier mit der Maisaussaat. Gut, ich werde dann noch ein bisschen weiter Mais sehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, auch. Genau. Nein, macht wie ihr wollt. Eure Entscheidung. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, ich muss los. Ciao, ciao.